extra für Barbara eingeladen, weil ich bin ja doch ein fürsorglicher Kollege. Ja, und ich mache mir schon Gedanken, weil sie war noch nie auf dem Oktoberfest. Irgendwann mal wird sie dort aber mal einen Besuch letztendlich diesem Fest, diesem Event abstatten. Und da muss man sich dann doch Gedanken machen, nicht, dass dann plötzlich Barbara irgendwo untergeht, nicht mehr nach Hause kommt. Ich stelle mir das wirklich schlimm vor. Ich allein auf der Wiesn, das könnte schiefgehen. Deswegen holen wir uns heute Überlebenstipps von ihm, Moses Wolf. Er hat nämlich den Überlebensratgeber für die Wiesn geschrieben. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ozapfdies, so heißt im Buch. Genau. Wir haben vorhin schon besprochen, was muss ich unbedingt tun. Jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, vor allem für mich. Ich tritt in jedes Fettnäpfchen rein. Was sollte ich sein lassen? Auf jeden Fall nicht ohne das Wiesnhandbuch auf die Wiesn gehen. Das solltest du auswendig lernen. Okay, Rotsaft ist erstmal auswendig lernen. Aber dann schauen wir jetzt mal auf die Liste. Also Barbara, was sollte Barbara da beherzigen, wenn sie da zum ersten Mal auf die Wiesn kommt? Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Was hätten wir denn da als Tipp? Ich sage jetzt einfach kein mal was. Kein Faschingskostüm solltest du tragen. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff? Also, dass man sich wild kleidet oder was? Genau, dass man sich, also Tracht ist natürlich schön, aber das ist halt trotzdem keine Faschingsveranstaltung, sondern entweder man geht halt in Zivilien oder halt in Lederhosen oder Dirndl. Aber manche Leute denken halt, dass es lustiger ist, wenn man sich irgendwie als Panzerknacker verkleidet oder so. Und das ist dann... Das Catwoman oder das so. Das Catwoman, ne? Genau. Okay, okay, aber ja, also jetzt im Catwoman würde ich mit dir auf die Wiesn gehen. Das lassen wir dann doch durch. Das trinkt man dann doch durch. Das sind vielleicht welche Tipps von euch. Trinkverhalten ist, glaube ich, auch so ein Thema, das wir mal ansprechen sollten, oder? Ja, also man sollte sich halt einschätzen können selber. Kann ich mich einschätzen? Du bist eine Schnapsnase, oder? Wenn du es richtig loslegst. Auf alle unter den Tisch. Ja, schön. Gerne. Man muss immer aufpassen mit dem Bier, weil viele unterschätzen das. Das ist, sind so Masskrüge und dann trinken es und plötzlich merken sie dann, wenn sie das Zelt verlassen, oh mein lieber Mann, jetzt bin ich richtig breit wie eine Natter. Es ist ja auch relativ stark. Früher war das so, da war die Rezeptur ein bisschen anders, bis so Ende der 90er. Da hat es eher so ein bisschen aggressiv oder ein bisschen aufmüpfig gemacht. Ja. Das Bier mittlerweile macht es eher ruhig. Ach, deswegen so, sind die Schlägereien auch zurückgegangen. Ach, so, schläfert ein. Okay. Man wird ruhig und bierselig. Also ich mag es sehr gerne. Tommy würde sich freuen, wenn ich ruhiger wäre. Aber schauen wir uns den nächsten Tipp an. Was sollte man nicht tun? Das Fahrgeschäft genau ansehen. Fahrgeschäft ansehen, das damit ist gemeint, dass man sich halt vorher das Geschäft, also das, den Looping oder was auch immer, anschaut und sich überlegt, packe ich das oder packe ich das nicht? Ach so, von oder, der... Oder besser gesagt, man schaut sich die an, die gerade rausgehen. Also welche Gesichtsfarbe die haben. Genau. Das könnte weiterhelfen. Genau. Ja? Und wenn die aber natürlich alle kreischen und quieken, lockt es einen manchmal an. Und wenn sie dann aber rausgehen und dann erstmal hinter das Fahrgeschäft müssen, um sich zu erleichtern, dann ist das natürlich nicht... das sind nicht so zuträglich. Aber es passiert fast nie. Nein, also. Natürlich nicht, natürlich nicht. Auch ein wichtiger Tipp, finde ich, zu einer Verabredung sollte man nie zu spät kommen. Das ist ja im wirklichen Leben auch so, aber auf der Wiesn ist es noch wichtiger. Da gibt es keinen Platz mehr, wenn du zu spät kommst oder was? Genau, oder sonst was. Also es kann auch alles passieren. Es kann passieren, dass man hinkommt und die Freundin wurde gerade von wem anders angesprochen oder sonst irgendwas. Ja? Das kann natürlich auch mit dem Freund passieren. Deshalb sollte man nicht zu spät kommen. Das kann mit dem Freund natürlich auch passieren. Wenn du zu spät kommst, dann sagst du, Schatzi, wo bist du? Zack, er ist weg. Und schon bei der nächsten. Die Konkurrenz schläft nicht auf dem Oktoberfest. Ah, das ist damit gemeint. Alles klar. Ein letzter Tipp noch von dir. Was ist nicht empfohlen? Keine Wiesngeheimnisse außerhalb. Was ist das? Keine Wiesngeheimnisse außerhalb. Damit meine ich, also das ist ja jetzt zusammengefasst aus meinem Buch. Ich vermute mal, damit ist gemeint, dass man alles, was auf der Wiesn passiert, auch auf der Wiesn lässt und jetzt keine Sachen, die auf der Wiesn passieren, außerhalb der Wiesn erzählen sollte. Genau. Diskretion nennt man das heutzutage. Das heißt also, wenn ich zu spät komme, mein Freund weg ist, bleibt das auf der Wiesn, wo er ist und mit wem er ist. Also man bleibt diskret und man schweigt sich aus. Ich glaube, ich gehe alleine auf die Wiesn.